und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich eine goldene Milchtorte bzw. Kurkuma-Latte-Torte. Und ich liebe ja Kurkuma-Latte, das trinke ich eigentlich jetzt jeden Morgen im Herbst und im Winter. Man wird dann wirklich nicht krank. Dazu habe ich auch bereits ein Rezept gemacht. Das verlinke ich euch dann unten in der Infobox. Und diese Torte ist total einfach gemacht. Es ist eine No-Bake-Torte. Also kommt dann in den Kühlschrank. Sieht total cool aus mit der gelben Farbe. Jetzt passend für den Herbst. Hat richtig leckere Zutaten drinne, werdet ihr gleich sehen. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch doch einfach, wie das funktioniert und wie das geht. Das seht ihr jetzt. Und als allererstes starten wir mit dem Boden für die Torte und der ist wirklich super einfach gemacht. Alles, was ihr dafür braucht, ist einfach eine Küchenmaschine und dann kommen alle Zutaten hinein und das Ganze wird dann gemixt. Und als erstes gebe ich hier 100 Gramm Pflaumen dazu. Der Vorteil zu Datteln ist da, dass die weniger Fructose enthalten und somit ein bisschen gesünder sind, also weniger Zucker einfach enthalten. Wer mag, kann natürlich aber auch Datteln verwenden. Als nächstes kommen dann Nüsse hinzu. Ich habe mich jetzt hier für Haselnüsse entschieden, da das super in den Herbst hineinpasst. Was auch gut gehen würde, wären zum Beispiel Cashews oder auch Mandeln. Dann habe ich hier noch ein bisschen Haferflocken. Da könnt ihr entweder die groben oder die feinen nehmen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und als nächstes gebe ich noch ein bisschen Kokosraspeln hinzu, denn ich liebe ja Kokos. Wenn ihr das nicht so gerne habt, dann könnt ihr das einfach weglassen und von einer anderen Zutat ein bisschen mehr davon zugeben. Als nächstes habe ich Kakaonibs. Kakaonibs, die sind ohne Zucker. Und zwar ist es die Kakaobohne, die einfach zerschlagen wird. Und daraus hat man dann eben diese Kakaonibs. Und die schmecken dann nach Kakao. Daraus würde dann praktisch, wenn man das mahlen würde, Kakaopulver entstehen. Und das gibt dann noch ein bisschen Crunch und schmeckt dann ein bisschen schokoladig. Damit das Ganze dann noch ein bisschen schokoladiger wird, gebe ich noch ein bisschen Kakaopulver hinzu. Und als nächstes gebe ich ein bisschen Kokosöl hinzu, damit das Ganze gut bindet. Und Kokosöl sorgt einfach dafür, dass wenn das dann gekühlt wird, dass die ganze Masse schön wieder fest wird, weil es ja eben im kalten Zustand ein festes Öl ist. So, und jetzt kann das Ganze auch schon gemixt werden. Und so ist der Kuchenteig schon fertig und das kommt jetzt in unsere Springform. So, den Boden müsst ihr jetzt hier einfach fest andrücken. Das Ganze kommt dann so in den Kühlschrank und je nachdem, wie dick ihr den Boden haben möchtet, könnt ihr selbst entscheiden, wie viel ihr von der Masse verwendet. Aus der restlichen Masse könnt ihr entweder Energy Balls formen und einfach so snacken oder ich werde auch daraus Bällchen formen in verschiedenen Größen und das dann später zur Dekoration verwenden. So, jetzt geht es weiter mit der Füllung und zwar mit der goldenen Milchfüllung und dazu brauchen wir eine ganz außergewöhnliche Zutat und zwar Süßkartoffel. Das Ganze wird dann richtig schön lecker, wird vor allem eine schöne Farbe abgeben und sehr süß und ist natürlich auch super gesund durch diese Süßkartoffel und die müssen wir zuallererst schälen. Die Süßkartoffel, die wird in kleine Stücke geschnitten und anschließend kommt sie in euren Kochtopf. Und jetzt geht es weiter mit den restlichen Zutaten, die gebt ihr jetzt auch alle in den Topf hinzu. Und das Ganze wird dann geköchelt bei mittlerer Stufe bis eher kleinere Stufe, so lange bis die Süßkartoffel weich ist. Zu der Süßkartoffel kommt jetzt eine Dose Kokosmilch dazu, am besten Vollfett, damit das Ganze dann auch schön cremig wird. Dann wählt ihr die Süße eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Kokosblütenzucker verwendet, ihr könnt zum Beispiel auch was anderes verwenden. Dann gebe ich ein bisschen Kurkuma-Pulver dazu und Ingwerpulver. Wenn ihr Ingwer frisch habt, könnt ihr den auch fein reiben durch so eine Raspel und dann könnt ihr das auch dazugeben, wenn ihr das lieber mögt. Dann gebe ich noch ein bisschen Pfeffer dazu und zwar bewirkt der Pfeffer, dass das Kurkuma besser vom Körper aufgenommen werden kann. Also immer ganz wichtig, wenn ihr Kurkuma verwendet, immer ein bisschen schwarzen Pfeffer dazugeben. Und zum Schluss gebe ich noch ein bisschen Tonkabohne dazu, beziehungsweise wenn ihr möchte und das nicht zu Hause hat, kann auch Vanille als Geschmack dazugeben. Und dann gebe ich noch ein bisschen Fett hinzu und zwar in Form von Kokosöl.
Wenn die Süßkartoffeln dann fertig gekocht sind und schön weich sind, dann müsst ihr die ganze Masse noch kurz durchpürieren und dann wird das Ganze nochmal aufgekocht und zwar mit Agar-Agar. Ganz wichtig ist es da immer, das mindestens 2 Minuten köcheln zu lassen, damit es dann auch wirklich gelieren kann. Und so ist der Kuchen jetzt schon fertig. Das Ganze lasse ich jetzt bei Zimmertemperatur erstmal ein bisschen auskühlen und gebe es dann später in den Kühlschrank für mehrere Stunden, bis das Ganze fest geworden ist. So, und fertig ist der goldene Milchkuchen. Der ist jetzt super gut durchgekühlt. Ich habe ihn ganz vorsichtig aus der Form rausgelöst. Dann nehmt ihr euch am besten ein Messer, am besten die Rückseite von dem Messer. Dann könnt ihr entlang dieser Springform gehen, damit ihr auch nicht kaputt geht. Und dann lässt sich das Ganze super rauslösen. Den werde ich jetzt noch dekorieren und dann anschließend anschneiden. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, eine goldene Milchtorte zu machen, beziehungsweise eine Kurkuma-Latte-Torte, wie auch immer, dann seid ihr herzlich eingeladen. Das Rezept findet ihr wie immer mit den ganzen Mengenangaben auf meinem Blog www.fraujannik.com. Schaut dort also vorbei, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ob ihr euch traut, es auszuprobieren oder hier auf YouTube, da könnt ihr mir auch gerne Kommentare schreiben. Ich freue mich jedes Mal riesig darüber. Wenn ihr es tatsächlich ausprobiert und neugierig seid, mal etwas ganz Verrücktes auszuprobieren, dann schickt mir doch gerne auch ein Foto. Zum Beispiel am besten geht das über Instagram und da könnt ihr den Hashtag FrauJannik nutzen, dann kann ich nämlich die Fotos wieder finden. Ich danke euch herzlich für die ganz vielen Fotos, die mich immer wieder erreichen. Das freut mich jedes Mal riesig, riesig, wenn ihr etwas von mir ausprobiert. So, ich gehe jetzt hier meinen verrückten Kuchen essen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.